Als erstes möchte ich einladen, zu mir zu kommen und hier mein Mikrofon zu übernehmen. Mit was beginnen wir? Du hast den Überblick, ja? Yes! Bits and Bowls, das neue Festival im März findet es statt. Und ich darf den Marshall und das ganze Team einladen, da nach vorne zu kommen. Ihr habt einen Laptop dabei, gell? Ja, natürlich kann man das anschließen. Haben wir das vorher getestet? Nein, natürlich nicht. Ja, sehr gut, ja. Dann versuchen wir das einfach mal. Genau, vielen Dank, Mario, für die kurze Vorstellung. Das erste Mal, dass wir unser Projekt Bits and Balls, der Robotival, hier vorstellen dürfen. Es ist, wie es schon sagt, es ist ein Projekt von dem Verein Überaktiv. Das sind 8 ehemalige Interaction Design Alumnis aus der ZHDK. Auch mit mir hier zum Beispiel Andrin Gorci, der hinten, und Andy Kirk. Er wird nachher auch noch kurz etwas sagen zu dem coolen Roboter hier drüben. Und es ist in Kollaboration mit dem Doc 18, mehr darüber gleich später. Und wie schon gesagt, es geht um das Thema Robotik. Es sind bewegte Maschinen, dazu erschaffen, den Menschen zu entlasten. Was viele nicht wissen, Robotik kommt vom tschechischen Wort Robota und das bedeutet eigentlich Zwangsarbeit. Und Roboter haben eigentlich längst Einzug in unsere humane Gesellschaft gehalten. Auch wenn mittlerweile in unterschiedliche Lebens- und Produktionsbereiche werden sie schon eingesetzt. Aber trotzdem stoßen sie in der vor allem europäischen Gesellschaft immer noch auf viel Misstrauen und Distanz. Hierzulande ist die Robotik immer noch sehr unzugänglich, weil hohe Entwicklungskosten vor allem dazu beitragen, dass die Thematik im akademischen Kontext verbleibt. Also mit einem Beispiel zur ETH, die ein richtig krasses Robotik-Lab hat und viele krasse Projekte durchführt. Und die bekommt man eigentlich als Gesellschaft gar nie wirklich zu sehen. Es dringen nur immer tropfenweise Informationen oder einfach Errungenschaften ans Tageslicht und hinterlassen nebst viel Faszination auch sehr viele Fragen. Die Mensch-Maschine-Interaktion ist geprägt von fiktionalen Geschichten, aber auch realen Begegnungen. Es geht um fremde Klangwelten, es geht um exotische Bewegungen, welche in den Alltag vordringen. Und ganzheitlich betrachtet nimmt die Thematik aber auf alle unsere Sinne Einfluss. Trotzdem führt die Mensch-Maschine-Interaktion eigentlich nicht über die digitale Benutzeroberfläche hinaus. Jetzt habe ich da bis, genau, das ist ein Bild der Robo Exotica. Vielleicht kennt ihr den Event, der ist in Wien. Also nicht immer, aber wurde in Wien gegründet, glaube 1999. Und das geht eigentlich um ein Roboter-Festival, aber in dem Sinn um Cocktail Robotics, also ein bisschen anders gedacht. Es sind ziemlich wilde Nächte auch. Wir waren auch schon da letztes Jahr. Genau, das sind noch ein paar. Das sind so ein paar Auszüge aus Beispielen, wie die Robotik eigentlich in was für Bereiche es eindringen könnte. Also rechts unten sieht man zum Beispiel das Bild von Karel Čapek, also ein tschechischer Schriftsteller. Ein Kollektivdrama mit dem Namen PUR. Und aus dem Bild da unten kommt eigentlich das Wort Roboter, wie man es heute kennt. Eigentlich auch recht spannend. Genau, das Festival Bits and Bolts, es bildet einen Ort, wo sich Robotik mit all seinen Facetten ausleben kann. Und das Feld fordert eigentlich geradezu auf, weiterzudenken, nebst wissenschaftlich auch kritisch und vor allem auch spielerisch die Thematik anzugehen. Kreativschaffende werden dazu jetzt von uns in unterschiedlichsten Bereichen aufgefordert, verschiedene Zugänge zu dieser Thematik zu schaffen und diese der Gesellschaft näher zu bringen. Das Festival oder der Anlass soll eine multisensorische, interaktive Ausstellung sowie ein diverses Programm mit Live-Performances und Talks erhalten.
Es ist ein Event, um Berührungen und auch Verstehen, aber auch Faszination zu erleben. Genau, noch kurz. Überaktiv auf der linken Seite im Doch 18 als Partner, als Kollaborationspartner und mittlerweile schon in Kontakt mit der RoboExotica in Wien, weil wir denken, wenn es schon da ist, dann sollte man da auch irgendeinen Kontakt knüpfen. Die waren noch nie in Zürich übrigens, wäre das erste Mal. Location ganz kurz, wäre die Zentralwäscherei in Zürich, gleich bei der Hartbrücke, eine Zwischennutzung. Sie sind sehr offen gegenüber solchen Projekten. Sie haben einen ähnlichen Vibe wie wir. Sie setzen sich für diese spezifischen Szenen auch sehr ein und sind sehr kulturell unterwegs. Zu den Daten. Das Festival ist am 4. und 5. März 2023, also Samstag, Sonntag. Der Open Call, wie schon gesagt, diese Woche gestartet am Montag, ist offen bis 15. Dezember. Da drüben hat es Flyer, dort ist ein QR-Code, den könnt ihr einscannen und dann seht ihr eigentlich die Contribution Types. Genau, wir haben 4 Contributions, Beitragsarten, die man einreichen kann, unter anderem textbasierte Beiträge, also man kann wirklich Papers, man kann Kurzgeschichten, man kann philosophische Abhandlungen über die Thematik einreichen, wird vom Doc 18 juriert, also wird von denen eigentlich von Mario und Co. alles aufgesetzt und dann juriert und publiziert über ein E-Book. Dann gibt es eben den Vision Master, Jukebox Hero und Engineer God. Also es gibt eigentlich den visuellen Beitrag, den auditiven Beitrag oder den physischen Beitrag. Kurz zum Open Call. Das ist eigentlich einfach der Flyer noch kurz projiziert, nur dass ihr wisst, wie es aussehen könnte. Also wir haben da einfach, auf dem Flyer seht ihr eigentlich nur die allgemeinen Informationen und wenn ihr den QR-Code einscannt, kommt ihr eigentlich auf den vollen Open Call, wo ihr jeden Contribution, also jede Beitragsart seht. Ich glaube, den skippe ich wahrscheinlich. Das könnt ihr danach einscannen. Genau, und dann möchte ich gleich mal zu einem Beispiel des physischen Beitrags gehen. Andy Kirk wird doch kurz ein paar Dinge erläutern über das Projekt Spinnacle, das er und seine 2 Kommilitonen 2019 erstellt haben. Yes? Ja, vielen Dank. Eben, ich werde zu diesem Objekt hier, diesem Spinnacle nennen wir es, ein, zwei Worte verlieren. Also das war eben in einem Modul vom Interaction Design zu Physical Computing zum Thema Empathetic Machines haben wir, also Sanjay, Andy und ich, diesen entworfen. Und wir werden den jetzt auch als Grundlage benutzen, um weiterhin das zu erforschen, wie Robotik und natürliche Bewegungsarten so in diesem Bereich zwischen All Watched Over by Machines of Love and Grace auch ein bisschen zu erforschen. Also der war ursprünglich, die Idee war es, wir wollten schauen, ob wir Neugierde darstellen können als Maschine. Also wie muss eine Maschine funktionieren, um zu zeigen, dass es neugierig ist. Und ursprünglich war das auch mit Objekterkennung und so. Heute könnt ihr einfach gerne selber ausprobieren. Es hat einen Joystick, man kann den ein bisschen herumfahren. Wir waren fasziniert von dieser Art Tentakel, der mit nur 2 Maschinen eigentlich, mit 2 Motoren sehr komplizierte Bewegungen darstellen kann und werden das als Grundlage benutzen, dann eben in viel größer, in entwickelter Szenografie etc. für dieses Festival weiterzuarbeiten. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Andy. Ich will auch gar nicht mehr viel dazu sagen. Kommt vorbei, schreibt euch den Termin ein, 4. und 5. März 2023, wenn ihr Spinnacle in größer und cooler sehen wollt oder noch viele andere coole Projekte, die dann noch eingereicht werden hoffentlich.
Oder wenn ihr selber coole Ideen habt, um einen zu erreichen, nehmt einen Flyer mit, scannt den QR-Code. Wir würden uns freuen. Vielen Dank.